Fun, hier ist der Avoram zurück in Watch Dogs Legion und wir sind im DLC Bloodline unterwegs und machen Rampart Randale, nämlich eine Hauptmission. Und wir sollen jetzt hier den Kampfdrohnen-Prototyp klauen und Wrench muss einen Kampfdrohnen-Prototyp aus dem Nexus Tower stehlen. Das ist unsere Aufgabe. Genau? Jeden Hinweis auf dem Broker Tech Deal. Der Kunde verwendet den Ausdruck verbrannte Erde. Verbrannte Erde? Ich liebe verbrannte Erde! Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das war wohl nicht wörtlich gemeint, aber deren Fehler, oder? Nur zu. Du. Was? Geh weg! Ach, was für eine Hölle. Moment, was? Schwach! Oh. Du musst nicht allein. Wir sorgen für Ihre Sicherheit. Da drüben ist doch was. Was ist das? Hallöchen, du heißes Dröhnchen. Du, willst hier raus? Oh, ich kenne ein nettes Örtchen, wo wir reden können. Und so, ja? Sag's nicht deinem Dad. Echt schräg, Mann. Aber geht mich ja nichts an. Dann mal los. Für Ihre Sicherheit. Okay, verbrennen wir Erde. Wo muss ich hin, Johnny? Ich markiere es dir. Also, dieser Kunde möchte, dass alle Hinweise auf Broker Tech aus Ramparts Anlagen gelöscht werden, richtig? Aha, ja, das ist richtig. Das heißt, Sie wissen von Aidens Auftrag. Was heißt, es ist vermutlich der Kunde, der ihn angeheuert hat, oder? Oh, da steckt also ein Hirn hinter der Paintball-Maske. Interessant. Etwas Guy Larson? Sie leitet Broker Tech, das würde Sinn ergeben. Hey, die Fixer wären keine diskrete Verbrecherorganisation, wenn wir überall rum erzählen, für wen wir illegales Zeug erledigen. Kann ich dir nicht sagen. Also, weißt du es? Ja, aber die Antwort bleibt gleich. Das nennt man professionell sein. Okay, das ist der erste Ort. Ich markiere alles, um das du dich kümmern musst. Scheint diese Wirkung auf Menschen zu haben. Oh ja, sorry, hab vergessen, dass man nicht hört.
Also gut, lass es raus. Ich markiere das nächste. Okay, das ist der zweite Ort. Ich markiere alle Ziele. Auf sie. Mit Vergnügen. Also ist der Kunde nicht Sky Larson. Ist es Albion? Also wollen Sie Rampart raus aus London haben, damit Sie seinen Scheiß übernehmen können? Wird kälter. Aber das ist eigentlich eine gute Idee. Das hätte ich nebenbei probieren sollen. Naja, beim nächsten Mal. Sache steckt, würde es mir besser gehen. Okay, ich sollte das nicht sagen, aber ich mag dich. Also hier ein kleiner Spoiler. Es gibt keinen Plan, keinen Rachefeldzug, kein Zeitgefallen. Nur kranke Leute, die krankes Zeug machen. Ja, genau davor hatte ich Angst. Es geht darum, mehr Zeug von Rampart durchzujagen. Ich markiere die Ziele. Aber ein schnelles Update. Es gab ein Problem. Welches? Der Kunde macht aus der ganzen Zerstörung ein ziemlich großes Ding. Er will nichts sagen und droht ihn zu verraten. Und das können wir uns natürlich nicht leisten. Können wir dieses Problem lösen, indem wir mehr Zeug hochjagen? Eigentlich musst du eine Kopie von Rampart Zentralserver auf diese Drohne klonen, damit ich das als Druckmittel einsetzen kann. Aber ich wäre überrascht, wenn du dabei nicht ein paar Sachen hochjagen würdest. Okay, das ist genau meine Sache. Okay, ich klone jetzt den Server. Der Kunde hat sich ja schnell von unserem kleinen Amoklauf erfahren. Bestimmt, oder? Und wenn du immer noch wissen möchtest, wer es ist, wäre das sicher ein Hinweis. Sollte die Idioten daran erinnern, nicht nachträglich am Auftrag rumzufummeln. Willst du immer noch wissen, wer es ist? Jetzt ist wohl alles möglich. Und jetzt sagst du es mir? Einfach so? Nennen wir es ein Investment in unsere Geschäftsbeziehung. Der Kunde ist Ramparts Vorstand, im Besonderen der Vorsitzende, Louis Edmund Rampart, der Vater von Thomas Rampart. Komm schon, wirklich? Warum sollte er seinen eigenen Sohn so hintergehen? Weil nichts von dem, was Tommy in London treibt, genehmigt ist. Der Vorstand hat Aiden angeheuert, um herauszufinden, was er treibt. Und jetzt bereuen sie es.
Seine Tricks haben das ganze Unternehmen in Schwierigkeiten gebracht. Also wollen sie jetzt reinen Tisch machen und den kleinen Tommy in die Baguette-Abteilung oder so versetzen. Irgendwohin, wo er keinen Schaden anrichten kann. Also wenn Rampart seinen Plan nicht durchziehen kann, zieht sein Vater das Söhnchen in die Riesenkacke, um das Unternehmen zu schützen. Ist das Freude, was ich da fühle? Siehst du, du kannst Geld machen und die Welt verbessern. Meld dich, wenn du weitere Fixerjobs möchtest. Alles Gute, Ranch. Bin ich eine Hotline oder was? Wer bist du? Ich bin Sky Larson, Gründerin von BrokerTech. Ich habe einen Vorschlag für euch. Dazu sollten wir uns treffen. Nein, schick meinen Leuten ein Angebot. Und ich denk drüber nach. Ich bin eure einzige Chance, Aiden Pierce zu retten. Ich schicke dir die Koordinaten. Hey Jackson, was weißt du über Sky Larson? Ihre Bücher stehen bei mir im Regal. Ich habe ihre Webinar-Masterclass-Reihe abonniert. Ich habe das Stipendium der Larson-Familie gewonnen. Sie ist brillant. Okay, ich wusste ja nicht, dass sie dein Schwarm ist. Sehr süß. Aber ich glaube, da ist etwas ziemlich dubios. Wenn sie Aiden helfen kann, haben wir keine Wahl. Normalerweise stehe ich ja total auf kalte Britinnen, die mir sagen, was ich zu machen habe. Aber diesmal bin ich nervös. Mit Abschluss dieser Mission erhalten wir mal wieder eine neue Mission, nämlich die Rote Königin. Und das werden wir uns im nächsten Video ansehen. Von daher kann ich nur sagen, have fun, neuer Aboram. Bis demnächst hier auf meinem Kanal. Ciao, ciao.